Hallo Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ich habe mich hier nach dem letzten Part nochmal Wasser rein und raus und geguckt und überlegt und dachte, ja, warum mache ich mir mein Leben so schwer? Ich muss doch nur nach oben kommen. Wie komme ich hier an diese Balken, wo ich jetzt hänge? Und das ging über die Leiter, einfach nur noch weiter nach oben klettern. Dann sind wir an einer Stelle, wo wir noch nicht waren. Das sollte uns helfen. Kann sie hier auch hoch? Nee. Okay. Damit wir da diesen Hebel runterziehen können. Das sollte uns irgendwie, ja, was bringen. Mal schauen, was es uns bringt. Es macht das Gitter runter. Und sonst nichts, oder was? Wir sollen da also uns den Weg erleichtern irgendwie. Na dann. Wenn ihr meint. So. Nein, das geht auf Zeit. Scheiße, das geht auf Zeit. Was mache ich denn dann? Und wozu soll das gut sein? Wenn das auf Zeit geht. Hä? Was habe ich denn davon? Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin verwirrt. Was habe ich davon? Das ist das untere. Moment mal. Das ist nicht das... Ja, lass dich mal schön fallen. Und dann schwimm da schnell hin. Oh Gott. Hoch, 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 hoch. Schnell, schnell, schnell. Und dafür war die Kiste da. Scheiße, dafür war die Kiste da. Was mache ich denn jetzt? Ich habe die Kiste runtergeschleudert. Was mache ich denn jetzt? Ich komme doch hier nie wieder so einfach hin. Das geht doch nicht. Scheiße. Oder irre ich mich und es ist nicht das Gitter? Ist es ein anderes Gitter? Ist es ein oberes Gitter? Ist es das Gitter? Wenn es das Gitter hier ist, dann habe ich die Kiste runtergeschmissen. Was mache ich denn dann? Da habe ich es mir doch selber verkackt, oder nicht? Oder wie? Oder bin ich jetzt doof? Ich weiß gerade nicht. Hallo? Dann ebenso. Ich weiß gerade nicht, ob ich es mir versaut habe. Weil die Kiste da nicht mehr ist. Und das war ja auch meine Befürchtung. Soll ich sie ganz runterschmeißen oder soll ich sie dahin schmeißen? Und ich hätte jetzt eigentlich halt gedacht, dass das gar nicht mehr geht. Also ich dachte eigentlich, dass das Gitter da gar nicht runtergehen kann. Dass das so ein festes ist. Weil man kommt ja auch... Oh, jetzt fängt das wieder an. Ja, es... Leck mich. Jetzt... Nein, scheiße. Ich meine, wenn ich das alles nochmal laden muss, das Level, dann weiß ich gar nicht, ab wo ich nochmal spielen muss. Oh, wie ich sowas hasse. Ja, und das hasse ich auch. Ich hasse das alles hier gerade. Das geht auf Zeit und ich... Scheiße. Ich habe Angst, dass es nicht gehen kann mehr. Ich muss mal genau hingucken, welches Gitter das jetzt ist. Aber ich meine, als ich da gerade ankam, schob sich das gerade noch so zu. So, dass ich eigentlich schon richtig war. Mann. Das zwischen den Füßen. Das zwischen den Füßen, also unten. Oh Mann, oh, das schaffe ich ohne Kiste nicht mehr. Na, jetzt erst recht nicht, weil ich hätte gar nicht da mich ranhangeln sollen.
Ja, super. Super. Was mache ich jetzt? Ey, das kann doch jedem passieren. Nicht nur mir, das kann doch x Menschen passieren, dass sie sich denken, okay, weiß nicht, ob die Kiste hier überhaupt richtig steht, schmeiß ich die mal runter, falls das Wasser noch weiter runter geht oder so ein Kram. Und dann hängst du hier. Und was... Ja, Leute, ich muss einen Cut machen und entweder bis hierhin, ab was weiß ich, wo ich zuletzt gespeichert habe, bis hierhin nochmal alles machen. Das ist echt scheiße. Oder ich habe einen Denkfehler, dann sehen wir uns trotzdem so oder so gleich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis gleich. Oh, Leute, ich glaube, ich habe Glück. Ich glaube, ich habe Glück. Denn ich glaube, das mit der Kiste ist vollkommen egal, weil ich das ja schon gemacht hatte. Man kam da ja auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hatte, aber ich kam da ja auch irgendwie rein. Ich bin ja nur noch unten geschwommen, als das Wasser drinne war. Ohne diese Kiste und diese Geschichte. Das war ja irgendwie gar nicht mal so notwendig. Also muss ich jetzt hier den hier nochmal machen. Und wahrscheinlich sterbe ich gleich, weil ich den Sprung mal wieder nicht hinschaue. Ja. Super. Kannst du dann... Ja, dann hier nochmal wenigstens hoch. So. Oh, Manu! Ich hasse das. Ich mache 5000 Kreuze, bis ich diese Stelle nicht mehr habe. Ist es irgendwie ein Trick, dass man hier nicht ganz hoch soll? Ja, man darf einfach nicht ganz nach oben klettern. Das muss ich mir mal merken. Nicht ganz nach oben an die Leiter klettern. Hier blinkt das auch immer so wie so ein Grafikfehler. Also, Moment. Also Ziel ist es jetzt erstmal wieder Wasser reinlassen. Und... Trick 17 kommt jetzt gleich. Trick 17 kommt jetzt gleich und zwar... Nee, mal schön... Wir müssen nochmal nach oben jetzt. Wir müssen nämlich auf die andere Seite jetzt eben jumpen. Jups, genau. Ja, deswegen braucht man auch eigentlich nicht die Kiste da, weil man kann das ja auch so machen. Also wozu der Hebel? Wozu der ganze Scheiß mit der Kiste? Es geht doch auch so. So, und jetzt ist doch da oben eine Lücke. Und ich glaube, da können wir jetzt reinschwimmen oder so. Weil hier waren wir doch noch... Ja. Ey, ey, ey. Das Leben kann so einfach sein. Und ich bin aber... so froh, so, so froh, dass ich hier nicht nochmal alles machen muss. Ey. Das beruhigt mich gerade echt. Mein Gott, wir kommen sogar nochmal weiter. Das gibt's ja gar nicht. So, dann hoch mit dir. Denn es geht jetzt wieder aufwärts. Wir sind auf dem Kopf des Anubis. Und hier können wir jetzt auch einen Haken betätigen. Das ist ja schön. Oh, jetzt können wir das Wasser sogar ganz wieder hoch machen. Wozu machen wir das alles hier? Wozu? Wozu, wozu, wozu? Bin ich jetzt irgendwo, wo ich vorher noch nicht war, oder? Aha. Ist das so, ja? Waren wir hier noch nicht? Anscheinend. Laut der Musik oder so. Na gut. Dann. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich diese Lücke gefunden habe. Ich hatte dafür extra in ein anderes LP geguckt und... Nö, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo? Hallo? Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
noch mehr Monster vielleicht? Ich brauche andere. Oh, Leute, steh auf, steh auf, steh auf! Ja, wie soll ich das machen? Die trampeln alle auf mir drum. Hat mich mit seinen Hinterläufern getreten. Der Arsch. Der Arsch, Arsch. Okay, das war jetzt nicht so toll gekämpft. Ist mir aber gerade scheißegal. Hauptsache, ich muss das hier nicht fünfmal machen. Der hat mich voll mit seinen Hinterläufern getreten. Hier sind Artefakte, sehe ich schon. Oben wieder. Es sieht nach einer Kletterpartie hier aus. Das waren zwei Mumien und zwei Zentauren. Das wird immer lustiger hier in der Runde. Ich merke schon. Ich hoffe, wir werden auch irgendwie belohnt. Da hinten zum Beispiel. Da müsste was liegen. Falls ich mich nicht täusche. Okay, ich täusche mich. Ich dachte, hier liegt was. Na gut, dann nicht. Ja, Arschgeigen, ihr bringt mir hier vier Gegner und nicht mal eine Belohnung. Und ich kann nicht mal fluchen. Ich kann nicht mal ordentlich fluchen. Was kann ich überhaupt? Ich kann nicht ordentlich kämpfen. Ich kann nicht ordentlich fluchen. Wieder Energie verloren. Oh, ich hasse das so. Ich hasse das so. Ich hasse das so, sinnlos runterzufallen und Energie zu verlieren. Am schlimmsten war das mit dieser Leiter gerade. Das war so, so kacke, die letzten beiden Parts jetzt. Schaffst du es noch heute oder stirbst du vorher? Durch Klettern, nicht durch die Gegner, durch Klettern. Muss ich machen, damit ich das schaffe? Ich muss doch hier rüber, oder nicht? Also irgendwie steht sie, egal wie man es macht, ist es hier total falsch. Also egal wie. Das geht doch nicht. Lass dich mal lieber fallen und dann rüber. Genau. Dann klappt das bestimmt auch. Jawohl. Man muss sich auch manchmal fallen lassen, damit es weitergeht und nicht nur immer raufklettern. Das ist auch so ein großer Denkfehler. Den habe ich früher schon immer gemacht. Immerhin irgendwann mal draus gelernt anscheinend. Nach 500 Mal runterfallen kommt es dann irgendwann bei jedem, glaube ich, an. Ich glaube, ich muss jetzt hier an Kletterdings. Ja. Ja. Das große Leistung. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Mit dieser mysteriösen Musik im Hintergrund. So, Versuch Nummer 2. Eher nach da oder nach da springen? Ja. Nee. Oh mein Gott. Ist das schwierig. Und was am ätzendsten ist hier, ist doch, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Das ist doch die größte Scheiße aller Zeiten. Mein Gott, das ist doch, ist das noch Spielspaß oder ist das so, ja, wir wollen uns ja fühlen wie Lara, also muss es halt auch mal richtig, richtig, richtig schwer werden, weil sie kann ja auch nicht alles immer gleich schaffen können.
Also machen wir jetzt mal so eine Kackkletterpassage. Ja, oh, leck mich doch. Ich könnte jetzt auch einen Cut machen, das so lange machen, bis ich es dann schaffe. Und dann stehe ich da hinten irgendwann auf der Säule und sage, ja, ich hab's gemacht. Hab's geschafft, seht ihr ja. Aber ihr seht es ja so gerne, wie ich hier rumfehle. So, weil es so schön ist, nochmal und nochmal. Ich gebe mal ein bisschen mehr Schwung jetzt lieber mal. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wo soll ich hin? Da geht's nicht lang. Ach, hier kann man einmal rundherum. Und noch ein höher. Wo soll ich jetzt hin? Ich habe keine Lust, das alles nochmal immer zu machen. Ich brauche mal einen Überblick hier. Ich glaube, ich mache eher den tieferen. Halt dich... Warum hat sie sich nicht festgehalten? Du blöde, blöde, blöde Kuh. Und ich habe es so gut jetzt gemacht. Und ob ich das jetzt nochmal schaffe, weiß ich nicht. Ja, mach deine... Ja! Mach eine Spirale, ein Flickflack-Spirale. Mit ihrer grenzenlosen Kraft wird sie es sicherlich eines Tages geschafft haben über die Säulen. Irgendwann ist sie soweit. Darf ich Fick dich Spiel sagen? Darf ich oder darf ich lieber nicht? Darf ich ein böses Schimpfwort sagen? Oder... Nein, nein, darf ich nicht. Man sagt keine Schimpfwörter. Auch nicht an frustrierenden Stellen. Manchmal sieht es immer aus, als würde sie sich wieder nicht festhalten. Dann macht sie es doch. Mann, jetzt funktionieren du Ding hier. Besonders Schnippe, Schimmel, Schnippe, Schnee. Nicht aufregen. Wir sind doch erst bei 17 Minuten totaler Frustrationstoleranz. Das geht doch noch. Da geht noch was. Ich glaube, das ist nicht gut, dass ich mich hier nach hinten hangel. Ich glaube, so ist besser. Ja, ja, und jetzt richtig hier. Power Lara. So, nu. Wo geht's jetzt lang? Ich will's nicht schon wieder verkacken. Ich habe Angst hier. Das ist, sieht so falsch aus. Es ist auch falsch. Ich muss viel mehr da und... Aber da oben sind ja auch Rillen und nie hält sie sich fest, die Blöde. Du bist eine ganz doofe, blöde, coole Computerfrau. Die mich gerade sehr aufregt. Ja, ne? Könnt mir ja mal so in die Kommentare schreiben, wie lange ihr so an dieser Stelle gehangen habt. So ging es gleich auf Anhieb. Bin nur ich so blöd? Oder wie ist es bei euch so? Oder fandet ihr die Stelle richtig gut, weil die so knifflig war? Es hat richtig Spaß gemacht, hier so sich einen abzumühen. So, ich habe mir gesagt, ich muss mir hier hin. Dann halte ich jetzt aber auch mal fest. Es muss doch gehen. Die fliegt immer sonst wohin. Die fliegt immer hier so an die Seite. Mein Gott. Halt dich doch einfach fest. Irgendwo, ist mir doch egal wo, aber halt dich da einfach irgendwo an der Säule fest. Oh, bitte. Ja, sie hat sich festgehalten. Oh, gibt's hier keinen Kontrollpunkt? Wieso gibt's hier keinen Kontrollpunkt? Ich will das nicht nochmal machen. Ich will nicht. Mie. Ja. Ja. Ja.
So geht das mit Konzentration. Und jetzt kannst du hier so rüber zum da sind hä? Schnell. Oder was? Ja, anscheinend. Oh. Nein. Ja. Okay. Juhu, Kontrollpunkt. Yippie, ich mach ein Freudensalto. Und einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.